Leichtathletik der Spitzenklasse am Wochenende in Plitzhausen. Gleich drei Highlights stehen beim LV Plitzhausen an. Am Samstag stehen die deutschen Meisterschaften über die 10.000 Meter auf dem Programm. Am Sonntag geht wieder das internationale Läufermeeting über die Bühne und das Schönbuchstadion wird runde 50 Jahre alt. Mein Kollege Roland Steck war auf der PK in Plitzhausen dabei und hatte jede Menge Gesprächspartnerinnen und Partner. Und wir beginnen mit Läuferinnen-Ikone Sabrina Mockenhaupt-Gregor. Wenn ich es richtig weiß, willst du die 10.000 Meter dir nochmal als deutsche Meisterschaft antun? Ja, du hast recht, wirklich antun. 2018 habe ich gedacht, ich werde nie mehr wieder 25 Runden auf der Bahn laufen. Aber Anfang des Jahres habe ich erst mit CrossFit angefangen und dann habe ich gemerkt, Mensch, läuferisch ist auch noch ein bisschen was da. Jetzt bin ich im LV Plitzhausen, hier so in meiner Heimat angekommen. Und wenn dann einmal hier deutsche Meisterschaften stattfinden, ja Gott, da können wir auch gerade mal mitlaufen. So mitlaufen und drauf loslaufen wird es wohl nicht gehen. Wie hast du dich darauf vorbereitet, so wie ich dich kenne, hundertprozentig professionell? Also ich würde sagen, ich habe mich so vorbereitet, wie das möglich ist, wie man das als Mama noch zeitlich einteilen kann. Also natürlich nicht wie die anderen Mädels und ich werde auch jetzt vorne unter den ersten drei Plätzen oder da keine Rolle spielen. Aber ich will mein eigenes Rennen laufen, habe mein eigenes Ziel und wäre froh, wenn ich so eine Zeit in Richtung einer tiefen 33er Zeit laufen würde, wo man, weiß ich nicht, so im Mittelfeld oder im vorderen Mittelfeld landen würde. Das wäre schön und ich habe ein riesen Fankreis, der kommen wird und die mich anfeuern werden. Also die essen dann schöne Wurst und ich laufe da rum. Also wird ein schöner Leichtathletikabend. Leichtathletik Hochburg-Schönbuchstadion, ein großes Jubiläum seit 50 Jahren. Gut, du kommst natürlich aus einer anderen Ecke in Deutschland, aber was verbindest du mit dieser Geschichte des Stadions? Ja, ich verbinde tatsächlich noch gar nichts mit der Geschichte des Stadions. Deswegen will ich da eine kleine Geschichte für mich schreiben. Und nochmal mit 41 Jahren da laufen, also ich weiß, dass da ganz schön viele Erfolge gefeiert wurden, ist eine schnelle Bahn, eine schöne Atmosphäre in dem Stadion und ich will einfach mal dabei sein und auch mal diese Luft schnuppern. Du startest für den VfL Sindelfingen, wie kommst du, dass du in Plitzhausen trainierst? Mein Trainer kommt aus Reutlingen, das sind 2-3 Minuten mit dem Auto von hier und das Stadion ist wirklich schön, ich trainiere gerne in Ruhe und in dem Stadion hört man die Autos nicht und das passt einem ganz gut. Jetzt kommt das Läufermeeting, ist dieses Jahr natürlich eine besondere Leichtathletik-Saison, WM und EM. Was sind deine Ziele? Die krummen Strecken sind ja für einen 400 Meter Hürdenläufer eher gut, weil es kürzer ist. Was hast du hier vor? Ich werde hier 300 Meter Hürden laufen, 150 und einfach zu gucken, wie wir stehen und was wir im Training verbessern müssen. Und klar, die Highlights EM, WM, deutsche Meisterschaften, das sind auf jeden Fall die Ziele. Und klar, dann wenn wir jeden Wettkampf so eigen betrachten, dann die WM so weit zu kommen wie möglich. In der EM, wir trainieren natürlich, um im Finale zu stehen und bei der DM eine Siegeserie dann fortzuführen. Philly, schön dich mal wieder zu treffen. Wie geht's dir? Wo lebst du? Was machst du beruflich? Ja, mir geht es soweit ganz gut. Wir wohnen in Waldorf-Häslach mit Frau und drei Kindern. Und beruflich bin ich ja selbstständig und ja, alles gut. Sportlich, machst du mehr als noch ein bisschen Joggen? Du siehst nur topfit aus. Das sieht nur so aus, relativ wenig. Durch die Selbstständigkeit habe ich relativ wenig Zeit und setze mehr eigentlich den Fokus auf meine Familie. Wenn ich mal heimkomme, dann wollen die drei Jungs auch versorgt werden und mit mir spielen. Und wenn ich dazu komme, gehe ich ab und zu laufen, aber nicht mehr so wie früher. 50 Jahre Schönbuchstadion, großes Jubiläum. Du warst einer der Sympathieträger, bist eigentlich groß geworden auch mit dem Stadion. Was bedeutet das für dich und was heißt es eigentlich, dass sowas hier in Plitzhausen hat entstehen können? Ach, ich freue mich. Ich freue mich auch wieder auch besonders nach den letzten zwei Jahren, dass wieder das Meeting stattfindet. Das war für mich immer ein Highlight. Es war ein Heimspiel für mich, wo auch meine Familie und Freunde direkt da sein konnten. Und es war auch was Besonderes, weil es einfach nicht ein normales Meeting war, sondern ein Meeting der krummen Strecken. Das heißt, man konnte sich auf einer anderen Disziplin, bevor die großen Wettkämpfe anfangen, nochmal testen. Und das hat es eigentlich ausgemacht. 10.000 Meter deutsche Meisterschaften stand sehr oft ein bisschen im Schatten. Warum ist es hier gut platziert?
Ich habe mit Isabel gesprochen, Isabel Baumann, gestern noch, und sie sagte mir, es war schon lange nicht mehr so gut besetzt wie am kommenden Wochenende. Das liegt daran, dass wir wirklich hochkarätige Läuferinnen und Läufer am Start haben. Bei den Frauen Katharina Steinruck aus Frankfurt, Dominika Meyer, die gerade in Hannover aktuell deutsche Marathonmeisterin geworden ist, und dann Miriam Dattke aus Regensburg. Das sind schon drei absolute Hochkaräter, die sich um den Titel streiten werden. Bei den Männern zählt für mich Simon Boch zu den Favoriten. Ich habe aber gestern Nachmittag ganz aktuell einen Anruf noch bekommen von einem absoluten Hochkaräter, Romiu Tesfaye, ein Weltklasseläufer über die 1500 Meter, wird am Samstag in Blitzhausen laufen, und damit zählt er automatisch zum engsten Favoritenkreis. Nicht zu vergessen Sabrina Muggenhau. Natürlich, wir freuen uns riesig. Sabrina gehört hier zum Verein seit Neuestem. Sie hat vor zwei Tagen im Stadion ein tolles Kindertraining gemacht mit 80 Kindern. Ihre Ausstrahlung ist bekannt, hat sie auch hier an den Tag gelegt. Und wir freuen uns, dass Moki, wie sie von uns allen genannt wird, dass die nochmal auf die Bahn zurückkehrt, nachdem sie ja eine Tochter bekommen hat vor zwei Jahren. Und Muggenhau ist immer eine Bereicherung, egal ob sie gewinnt oder Fünfte oder Sechste wird. Damit rechne ich eigentlich. Internationales Läufermeeting, seit Jahren erfolgreich, obwohl das nicht so für alle Meetings gilt. Was ist das Geheimnis des Erfolgs? Ich denke, wir haben hier eine Situation, die wirklich in der deutschen Leichtathletik speziell ist. Wir haben familiäre Atmosphäre hier. Zwischen Athleten, Organisatoren und Zuschauern besteht räumlich ein ganz, ganz enger Kontakt. Das schätzen und lieben die Athleten, vor allem auch in dieser Phase der Saison. Für die Organisatoren ist es was Besonderes, natürlich bei diesen Voraussetzungen Athleten auf diesem Niveau zu bekommen. Wir haben Olympiasieger, wir haben Weltmeister, wir haben Europameister hier immer wieder am Start. Das ist eine Motivation auch für uns, da wochenlang, monatelang zu organisieren, vorzubereiten und dann auch an dem Wettkampftag im Stadion zu stehen. Du strahlst vielleicht auch, weil wieder Zuschauer dabei sind? Ja, ich strahle mal ganz grundsätzlich, dass wir es auch wieder geschafft haben, auch im 37. Jahr, die 36. Veranstaltung, das jetzt hier hinzubekommen, auch in der Kombination wieder mit den deutschen Meisterschaften über die Langstrecke. Und natürlich auch, dass wir wieder Zuschauer haben, dass wir wieder Leichtathletik live anbieten können, das freut uns natürlich sehr. Kombination, du hast angesprochen, Langlauf, 10.000 Meter Meisterschaften und Läufermeeting, ist es eine gute Kombination? Im Grundsatz schon, weil wir sprechen natürlich die gleiche Zielgruppe teilweise an. Ja. Das heißt, Vereine, die Läuferinnen, Läufer haben, die müssen jetzt nicht an zwei Wochenenden getrennt irgendwo hinfahren oder sich aufsplitten, sondern die haben die 10.000 und die kürzeren Strecken dann kompakt in einem Wochenende. Das merkt man auch an den Meldungen. Es kommen viele Vereine, die beide Veranstaltungen dann besuchen. Läufermeeting Blitzhauser. Was bedeutet das für die Leichtathletik? Wie sehen Sie es als Präsident? Also ich komme als Präsident natürlich gerne hierher, durch die räumliche Nähe. Blitzhausen liegt ja für Bietigheim-Bissingen fast vor der Haustür. Und Blitzhausen hat ja eine langjährige Tradition, 50 Jahre, auch das Stadion. Und uns sind diese kleinen, engagierten Veranstalter wie Blitzhausen, Rehlingen, Dessau oder auch Ratingen, das sind eigentlich wesentliche Mosaiksteine innerhalb unseres Wettkampfangebotes. Und Blitzhausen hat sich einen Ruf erarbeitet über Jahrzehnte hinweg. Das ist der erste Formtest für viele Athleten und Athletinnen aus dem Wintertraining und Frühjahrstraining heraus. Und deshalb freue ich mich immer, wenn hier in Blitzhausen endlich die Saison startet. Mehr aus Blitzhausen im Vorfeld des Wochenendes gibt es dann auch noch am Freitag im Sportmagazin. Das war's für heute.